Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Dishonored 2. Wir könnte Samuel mich doch nur sehen. Gehen zum Tower von Dunwall und treten Delilah gegenüber. Zumindest ist das der Plan. Ob es so funktioniert, wissen wir noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Tod der Kaiserin. Du musst dich Kaiserin Delilah Copperspoon entgegenstellen, bevor sie mit ihrer Willenskraft die gesamte Welt verändert. Betritt den Dunwall Tower und finde eine Möglichkeit, um Delilah Copperspoons Geist mit ihrem Körper zu vereinen und sie wieder sterblich werden zu lassen. Erst dann kannst du sie eliminieren und dir den Thron zurückholen. Das Ganze ist in den letzten Teilen sehr in einen Schlachtzug ausgeartet. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen geil. Einfach mal ein bisschen Amok zu laufen hier und nicht die ganze Zeit schleichen zu müssen. Hat auch... Ja, ich bin dabei. Delilah wird wieder sterblich sein. Hetz mich nicht. Emilys Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es nicht akzeptieren. Sie kamen als Geschenk nach Dunwall, wie eine Schachtel Süßigkeiten. Mehr waren sie nicht wert. Ich wohne im Herzen ihrer Liebsten und schlafe im Bett ihrer unehelichen Tochter. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Man verdient nur dann den Thron, wenn man bereit ist, einen roten Teppich aus Blut davor auszurollen. Wir sehen uns schon bald. Dann sterben sie, Delilah. Puh, alles klar. Und so beginnt das Ganze. Habe ich gar kein Herz mehr oder ist es einfach nicht mehr auf meiner... Nein! Oh, jetzt muss ich wieder meinen Teleport suchen. Da. Da. Aha, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer, guck. Schauen wir doch mal. Na toll. Das funktioniert ja schon mal hervorragend. Schauen wir doch mal, was aus dieser Stadt... Ach Gott. Diese Dreckshunde. Was aus dieser Stadt geworden ist, wollte ich sagen. Und ich behaupte jetzt schon mal... nichts Gutes. So. Vorne ist der Tower-Eingang. Da sind wir jetzt relativ gut schon mal hingekommen. Oh, nicht rutschen. For sale. Krass, das ist wirklich komplett eine Geisterstadt geworden, das ganze Ding. Hoppala. Huch. Die Person denn für einen Schaden. Ich frag gar nicht erst, ne? Ach, hier war das. Wer bist du? Das war doch der Laden von dem Pressemann. Ne? Der hatte doch hier früher seinen, in der ersten Mission seinen Laden. Frage ist, will ich da wirklich jetzt runter? Eigentlich will ich da gar nicht runter. Ich habe absolut keinen Bock auf diese scheiß Köter. Kann ich den wegschießen? Ja, den konnte ich wegschießen. Hab keine Pfeile mehr, aber das hat immerhin funktioniert. Ey, ich bin hier oben. Macht, was ihr wollt. Aber wer bist du denn? Fuck! Wer? Wo? Was? Hexen. Ich bin sogar in der Hocke stärker als du. Lass es doch einfach. Unfassbar. Ist irgendwo... Doll. Da ist der... Wie... Was? Hä? Hier.
Das ist ja geschickt eingefädelt hier. Willkommen zu Hause. Delilah erwartet dich mit schweren Herzen und mit Furcht. Sie riss ihren Geist in zwei, um dem Tod zu entgehen. Aber jetzt sucht ihr Albtraum sie heim. Das bist du. In Kanaka hast du eine Spur des Todes hinterlassen. Ups. Aber in Dunwall hat Delilah einige Leichen aufgehäuft. Gegrüßt sei der Sieger, wenn es noch jemanden zum Feiern gibt. Ja. Ich sag doch, die machen uns alle ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht so gut. Guck mal gerade, ob ich reflextechnisch noch irgendwie oder irgendwo anders ein bisschen was ausbauen kann. Tötet mehrere Gegner in Reichweite. Geil. Ich sag ja, wir müssen uns zum großen Angriff wappnen. Es beginnt. Beziehungsweise es endet schon bald. Muss ja drauf. Kann ich einfach so drauf, wa? So. Da hinten ist der Eingang. Der Eingang ist nahe. Knochenartefakte interessieren mich nicht. Muss hier irgendwie runter. Das ist ein Jammer. Nee, es ist ein Hund. Den ich sehr gut als Sprungbrett benutzen konnte. Ich dachte, ihr lebt noch. Ach Gott, sie ist alles am Arsch. Frage ist, wie sähe das aus, wenn ich nicht so amok gelaufen wäre? Würde sie dann auch alles völlig zerlegen? Oder ist es jetzt eine Auswirkung davon, dass ich so übertrieben habe? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Wenn es einer weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten muss ich mal auf YouTube gucken. Damit sind wir schon mal einen großen Schritt weiter in Richtung Dunwall Tower. Wer knatscht denn hier rum? Treten Sie mit mir. Wer denn? Ach du da! Ich sah den Sturz des Oberaufsehers. Alles ist verloren. Verschwinden Sie. Der Orden hat den Tower angegriffen. Irgendwie wurden wir besiegt. Nicht nur durch Delilahs Hexen und Grabhunde, auch durch mechanische Menschen, automatische Soldaten. Die alte Musik war nutzlos gegen sie. Ruhen Sie sich aus. Ich werde Delilahs Herrschaft beenden. Ich schwöre es. An der Pforte des Todes rieche ich die Verderbnis des Nichts. Ein Ketzer gegen einen Ketzer. Lachhaft. Die Welt ist verdammt. Sie machen mir alle ein schlechtes Gewissen. Ihr seid doch Wichser. Blödes Spiel. Komm ich denn hier durch? Lass zu. Wer ist? Muss mich gerade mal hier zurechtfinden. Gibt's hier noch irgendwas, was ich unbedingt gebrauchen kann? Ja, sonst weiß ich noch nicht, wie ich da durchkomme. Alter, seid ihr alle tot? Ist doch scheiße. Ah, guck mal hier. Ach. Desertieren? Weaver, das war's. Ja, tschüss. Mach's gut. Interessiert mich aber nicht. Da. Brauche ich. Hoppala. Dankeschön. 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 So. Jetzt muss ich irgendwie diesen Tentakelmonst vorbei. Aber das sieht ja. Abbrechen.
Von... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das ist schon irgendwie geil, ne? Gut, ist nicht so geil, dass die alle hinten gestorben sind, aber... Ja, unverkennbar. Oben ist ein Knochenartefakt. Dann würde ich gerne... Was zur Hölle? Cyan dich in deinen Träumen ablenkt. Sorry, es sind mir ein bisschen viele. Ach du Scheiße, es sind ja nochmal so viele. Hab ich nicht. Was sagen, ich hatte doch so andere Bolzen. Scheiße. Ich dachte, das würde ich vielleicht... LOL. Mein Spiel hat sich minimiert. Mein Spiel ist zu. Gut. Danke, Spiel. Da hat sich das Spiel gerade mal gedacht, ich schütze mal ab, weil ich hab Bock da drauf. Warum auch immer. Theoretisch soll ich da hinten hin. Was interessieren mich denn diese Dinger? Ich will da hinten hin. Dout. Ist das ein anderer Weg in den Tower oder? Nö. Wird sie erschossen? Das ist natürlich nicht so cool. Ich dachte aber auch, das wäre ein anderer Weg vielleicht, um in den Tower zu kommen. Anscheinend nicht. Problem ist nur, muss ich jetzt durch den Fronteingang? Das wäre übertriebenst nicht cool. Habe ich bis jetzt irgendwen umgebracht, bis auf das Vieh? Ich glaube nicht, ne? Oh. Oh! Ah! Jawohl! Drin! Hab's geschafft, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, gegen sehr, sehr viele Hexen. Das ist gut. Schon gucken, dass es im Innenraum genauso funktioniert. Ich zu Delilah komme, sie umbringe und fertig. Das ist der Plan. Ich glaube, er wird nicht so einfach, wie er auf dem Papier steht, aber... Hallo, lieber Dunwall Tower. Lang nicht mehr gesehen. Speichern. Neue Missionshinweise. Delilah Copperspoon ist im Thronsaal. Ja, das ist korrekt. Ja, Aufzug. Wenn Delilah im Thronsaal ist, kann ich mit dem Aufzug zu ihr fahren. Als ob das funktioniert. Guck mal, hier steht schon was. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Verdammt. Kommen Sie nur in meinen Thronsaal, wenn Sie wirklich in Not sind. Und wehe all denen. Scheiße. Ich muss den Sicherheitsraum erreichen, um den Strom im Tower einzuschalten und den Aufzug zu aktivieren. Ich kann mich porten. Ich muss nicht. Ach, das ist so doof. Das war unter uns. Ich kann... Ach, das geht da wahrscheinlich schon gar nicht auf. Okay. Oh, oh. Hexe. Könnte alles sein. Die beiden sind wir schon mal los. So, ich muss hier durch. Alter. Was haben die bitte schön veranstaltet? Das gefällt mir nicht. Gemächer des Schutzherrn. Sie werden dafür zahlen, was sie mit dem Tower gemacht haben. Ja, der war echt mal cool, der Tower.
war früher mal irgendwann. Huch, will ich aber. Scheiße. Ach so. Gut, dass ich die Sicht aktiviert hatte. Wo bin ich denn hin? Oh. Fuck, ich wurde gesehen. Laut. As fuck. Verstecke mich einfach im Kamin. Scheiße, ich wäre sogar richtig. Ich bin nur eine Etage zu hoch. Nein, wo ist denn hier eine Treppe? Hier kann ich theoretisch runter. Oha. Die habe ich nicht gerechnet. Ah, die hängt aber da rum, ne? Wer? Warum? Warum? Wer? Wer moved? Irgendwer moved doch. Ach Gott. Was? Unten war ein mechanischer Soldat übrigens, ne? Habt ihr den gesehen? An dem müssen wir dann wahrscheinlich auch noch irgendwie vorbei. Da. Die haben natürlich alles hier reingepackt. Worauf man keinen Bock hat. Ich meine, es wundert mich auch nicht. Das war dumm. Vor allem in der Ansicht. Jetzt sind wir los. Schon mal sehr gut. Bin ich denn hier richtig? Wo muss ich denn hin? Ah, da unten. Bin auf dem richtigen Weg, Freunde. Trotzdem geringfügig Angst. Bestimmt irgendwas vermint. Zwischenboss. Das war zu simpel. Wird doch nichts bewacht. Was ist denn hier los? Was muss ich denn machen? Das Ding wahrscheinlich füllen, wa? Muss mal kurz aufgefüllt werden. Wenn der Strom da ist, ja, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Nice. Gut, Freunde. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir zum Aufzug und dann kommen wir eventuell zu Delilah und dann war's das. Deswegen mache ich hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder zur vielleicht letzten Folge von Dishonored 2. Macht's gut. Tschüss.